Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schumacher, Psychologe und so weiter, Paartherapeut. Und ja, für die Leute, die sich gerade langweilen, noch ein bisschen Trash-Updates über Oliver Pocher und Bijan, Katilatu und natürlich Julian Zietlow wieder. Vorab wollte ich noch sagen, ich teste gerade oder suche auch einen Cutter für meine Videos. Also wenn ihr da jemand kennt, also sollte schon jemand, soll ich mal sagen, gibt es nicht jemand, ich habe in der Volkshochschule gerade hier einen Schneidekurs gemacht, das kann ich auch. Also jemand, der das professionell kann oder vielleicht auch schon für andere YouTuber macht, kann sich gerne mal melden. Einfach unter dem Video kommentieren oder support@liebeschipp.de schreiben oder mich auf Instagram kontaktieren. Genau. Schauen wir mal, was bei Julian Zietlow wieder los ist. Julian Zietlow attackt us. Also wir sehen da, wie Julian jemand an die Gurgel geht. Also ein Artikel bei RTL, ich verlinke dir nochmal. Da schreibt Podcasterin Brittany Bond, geschockt in ihrer Instagram-Story und liefert angebliche Beweisbilder mit. Das heißt, wir wissen natürlich nicht genau, ne? Das Video, was die da gemacht haben, ist auch gelöscht irgendwie. Und genau. Und das steht hier ehemals beste Freunde. Soll eine Art Mentor für Julian gewesen sein. Und ihn erstmals mit psychedelischen Drogen in Berührung gebracht haben. Ja, das ist so Drogenbuddies, immer die besten Buddies. Und nun soll ihr öffentlicher Strafzeuger körperlich geworden sein. Sollen sie, laut Podcasterin Brittany Bond, soll Julian Zietlow sie und Ferdi beim Strandplatzdiergang überraschend attackiert haben. Sie lädt Aufnahmen von Julians angeblichen Angriffen in ihrer Instagram-Story los. Er hat gesehen, dass ich ihn gefilmt habe und ist auf mich losgegangen. Er hat mich am Hals gepackt und so weiter. Er hat gedroht, uns zu finden und uns umzubringen, wenn wir darüber sprechen, behauptet sie. Ja, das ist natürlich alles jetzt nicht bestätigt, ne? Muss man nicht ganz klar sagen. Und ja, aber wenn sich das jetzt so bestätigen sollte, das ist der nächste Gewaltaus, sagen wir mal, wie es ist, Gewaltausbruch von dem Julian Zietlow. Und das ist ja, was ich immer sage, du kannst nicht einfach so ein Mindset haben, man darf alles machen, Hauptsache, ich find's lustig irgendwie, was ja scheinbar dieser Bashar-Kult da sagt, und Drogen nehmen und Schmerzkörper füttern bis zum geht nicht mehr und dann denken, es macht nichts. Das ist genau was, also das genau kann natürlich keiner vorhersehen, aber das passt genau dazu, was ich jetzt ein bisschen habe kommen sehen, so, ne? Und das ist natürlich super spirituell. Das ist super spirituell, so möchte ich ganz klar sagen. Das ist höchste Spiritklasse, höchste Erleuchtung, was wir hier sehen. Aber gut, es menschelt halt bei ihm, aber das natürlich, wenn das so wäre, ist natürlich wirklich völlig, sollte definitiv sofort aufhören, Drogen zu nehmen, wirklich. Ganz klar. Dann blende ich jetzt mal nicht so viel ein. Oliver Pocher, ja, echt ein witziges, muss ich schon sagen, hat auf dieses You can send myself, nee, I can buy myself flowers, dieses Lied davon, wie heißt die, Miley Cyrus oder so, glaube ich, hat er ein Reel gemacht, sehr witzig. Und der Bijan hat sich das erste Mal geäußert, hat ein Video gemacht, wo er das alles sagt irgendwie, er hat seine Doktorarbeit prüfen lassen, also offensichtlich ist das ja auch Thema gewesen von der Uni, alles in Ordnung. Er hat ja bestritten, dass sie eine Liebesbeziehung haben und das ist auch ein bisschen das Problem, meiner Ansicht nach fährt ja Oliver Pocher da, also wirklich eine richtig ekelhafte Schmutzkampagne. Also wie immer, Smear-Campaign, wie das mal in Englisch genannt wird. Und es also wirklich gigantischen Ausmaßes, der da immer auf die anderen Influencer runterguckt. Und ja, ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung und führt dann dazu, dass man halt überlegt, was mache ich jetzt? Rechtfertige ich mich darüber öffentlich? Oder habe ich diese Haltung von, ich gebe da keine Energie rein, beziehungsweise da gibt es noch zwei Arten, keine Energie reinzugeben, ich mache gar nichts. Oder ich mache sozusagen, ich äußere mich nicht, aber mache hinter den Kulissen, das hat er ja teilweise auch gemacht, schicke ich Abmahnungen und so weiter. Und ich hätte das an seiner Stelle nicht gemacht, sag ich ganz ehrlich. Meiner Ansicht nach ist das
also alle Shitstorms werden eigentlich immer größer dadurch in aller Regel, dass man sich dazu äußert irgendwie, ne? Weil viele haben es vorher vielleicht noch gar nicht mitgekriegt oder haben da gar nicht so eine Meinung zu. Und es gibt ja diesen Spruch, wer sich rechtfertigt, klagt sich an. Und das wirkt leider, selbst wenn du allen Grund hast, dich zu rechtfertigen, das ist immer das Problem, die an solche Leute reinbringen, die eine Schmierenkampagne über dich fahren. Du musst dich für irgendwas rechtfertigen, was unter Umständen überhaupt nicht im Raum steht, ne? Also, und was gar nicht wahr ist. Und musst dich vielleicht für Lügen rechtfertigen. Und irgendwie bleibt immer irgendwas hängen, so, ne? Das sieht man auch in den Kommentaren da. Und also ich würde es nicht machen an seiner Stelle, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er die rechtlichen Mittel ausgeschöpft hat, weil das sind ja Konkurrenten, meiner Ansicht nach müsste es da, ich meine, ich bin kein Jurist, aber mit meinem Basic-Wissen könnte ich mir vorstellen, dass es da viel mehr Möglichkeiten gibt, ihn an die Schranken zu weisen, wo man das nicht macht. Ich habe keine Ahnung, wo man da noch hinter der Bühne mit ihm redet, wo man das zulässt, dass da seine Zuschauer in der Schlange von der Show von denen belästigt werden, ist mir ein absolutes Rätsel. Also der müsste eigentlich wirklich echt harte Grenzen aufgezeigt kriegen, der Oliver Pocher. Also das geht ja echt gar nicht, wirklich. Und naja, wollt ihr noch mehr von diesen Sachen haben, schreibt es mir gerne rein. Also wenn es ja, also irgendwie eine Schnittstelle hat zu meinen Sachen. Und ja, feiert schön. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.